Jetzt wollen wir mit dem Tiertransporter mal alles rüberführen. Da kommt. Tag. Tag. Sag das für ein Dreckspiel, aber so geil. Fortnite. Oh. Da wird urschnell geholt, weil der Koffer ist OP. Aber teilweise habe ich die Spieler urgeholt, weil der Koffer ist OP. Okay, das Hammer, das ist gut. Wow. Ah, das haben wir dann, das Weizenfeld. Und wie läuft's mit den Schafe? Gut. Okay, das ist eine Hintereinfahrt zum Hof. Gar nicht gewusst, dass es die gibt, Alter. Was denn? Dass es da eine Hintereinfahrt zum Hof gibt. Welchen Hof? Zum Händler, sorry. Sag ich auch. Sagst du auch? Oder? Was denn? Ah, nein, gut, der ist Schrott. Rechtslenker, Linkslenker, Alter, bist du deppert. Ah, der Wagen. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. AE. Ich hab gedacht, da ist ein Baumstamm am Weg, aber es ist nicht so.
AE. Was für ein Land hast du verkauft? Achso, gekauft. Land verkauft. Ah doch, Blödsinn. Was hast du verkauft? 51. Achso, das hatten wir schon. Wieso hast du das wieder verkauft? Geht sich sonst nicht aus? Ja, wir brauchen es nicht. Dafür geht sich auf 52 aus. Mhm. Du meinst, da kaufen wir dabei ein anderes, was sinnvoller ist oder so? Ja, wenn es da noch ausgeht, ja. Ja. Also, sorry. Tori sagt er. Direkt haben wir mal einen Faktor an. Na sicher, war unbesetzt. Erst noch haben wir den Schlüsselmod nicht. Aber bist du dabei die Sniper in Fortnite, wenn man damit trifft, Alter? Zu schaden. Ich habe einen getroffen im Spring, also er ist gesprungen, habe ich Headshot getroffen. Headshot? Wow. Ja, bam, weg. Dampet. Was denn? Da packt er gleich die Moves, also gleich Headshots beim Springen verteilen. Ja, der ist gesprungen, nicht ich. Ja, meine ich ja. Ja. Ich glaube, das muss ich direkt rausschneiden, Alter. Und einer war lost, da ist ich, oder? Wir haben uns beide angeschaut, beide Sniper in der Hand. Beide nachgeladen. Nur ich war schneller. Ich muss sagen, in Fortnite finde ich es generell aber auch zu erkennen, ob du einen jetzt am Kopf getötet hast oder nicht. Und generell ich jetzt. Na, schwer, siehst du nicht so richtig gut, wenn du nicht drauf achtest? Ja. Bei Call of Duty hast du den Totenkopf gehabt. Da wusstest du, es war ein Headshot. Wobei ich ehrlich sagen muss, die Waffen aus der vorherigen Season haben mir besser gefallen. Na gut, viel mehr andere gibt es ja da nicht. Naja, es gibt... Das Rotpunkt ist weg. Das Salbengewehr? Ja genau, das Rotpunkt, Alter. Das war meine liebste Waffe, oder? Das Salbengewehr gibt's? Das mit dem weiß ich noch nicht, was ich. Ob ich warm werde oder nicht. Ja, neu, aber ich meine, so von die alten. Es gibt jetzt nicht viel Altes, was sie rausgenommen haben. Achso. Die Hawak-Schrot haben sie rausgenommen und. Außer von den Sturmgewehren haben sie eigentlich nur das Rotpunkt rausgenommen. Ja, genau das, Alter. Was geil ist, ist die schallgedämpfte Pistole. Sag ich auch. So eine solide Idee. Na, ich habe Stroh so gelegt, dass das über zwei Felder gleich geht, die Spur quasi. Also ich habe nicht gedacht, dass man ja da eigentlich auch die doppelte Zeit braucht und dass da die Sämaschine vielleicht schon vorher fertig ist, bevor ich da überhaupt
das Feld fertig habe. Darum mache ich das jetzt anders. Mach doch das Feld für Feld. Wie viele Felder sind das? Also wenn ich jetzt dann keins übersehen habe, eines macht er gerade und dann noch zwei. Also die um den Händler herum sind schon. Jetzt sind wir bei der, ich bin jetzt bei der, bei den alten Schafen quasi. Also dort, wo die Schafe jetzt sind. Seht ihr gerade an. Und die Felder dahinter Richtung Mühle, die muss er dann noch. Zwei Stück. Das bei der Mühle gehört uns ja, glaube ich, noch nicht. Das davor, oder? Oh ja, müsste uns schon gehören, das 47. Oh ja, das 47. Ja, das ist auch schon angesehen. Silagepreis eigentlich? Baff. Silage ist gut zum Verkaufen, oder was jetzt? Da dran. Dann könnte ich ja schauen, was wir schon haben und verkaufen von der Welt. Die, was wir im Dings drinnen haben. Mach doch vielleicht das eine Feld fertig, damit... Jetzt noch das ganze Stroh. Zehn, 15 Minuten, schätze ich. Na gut. Weil das eine Feld habe ich jetzt schon zwei Drittel fertig und dann noch das andere. Okay. Jetzt kann man da noch überall drüber fahren. Kann man da noch überall drüber fahren, quer über die Felder. Sogar. Boah. Das heißt, da kommt dann statt den Schafen und der Hof her. Genau. Wir sind da jetzt drinnen. Ah ja, das kann man ja in die anderen Anhänger einfüllen, gell? Das Silage, oder? Das ist dann geil. Aber du hast recht gehabt, Fortnite ist wirklich die viel bessere Alternative.
Auch von den ganzen Skins, die man sicher spielen kann. Ich meine, blöde Frage. Antwort. Du hast ja einen Weg durchgemacht durchs Feld 57. Was ist, wenn wir da daraus ein großes Feld wieder machen? Oder? Im Kopf, aber können wir auch machen. Kannst du dann anschauen, komm bei Gelegenheit, wenn du magst. Das heißt aber die Hühner oder so und so, die bleiben noch, oder? Die bleiben noch. Hühner und die für die Finn von Finn Honig. Ja, da. Aber das könnte man eigentlich hier lassen, aber ich weiß nicht. War jetzt nur so eine Idee. Ich meine, bis man Hof baut, dauert es ja noch wahrscheinlich am 56, oder möchtest du das jetzt anfangen bald? Nein, wir machen jetzt erst Öl, haben wir gesagt. Okay. Weil dann könnten wir ja schauen, was wir noch vom 56er Tabelle nutzen könnten als Feld. 56? 46, entschuldige. So, du musst da, du meinst da ein Stück noch als Feld machen oder was? Mhm. Wenn es geht, wenn nicht, dann ist wurscht dabei. Aber das so auf Zwang ranzwängen. Na gut, dann lassen wir's. Ist wurscht. War nur Idee. Und dann kommt's wieder weg, was sie dann. Warte mal, habe ich überhaupt einen Stream gestartet? Ich würde sagen, machen wir mal die anderen Felder und wenn wir dann was eh noch Zahlen und so haben, dann können wir das auch noch dann machen. Aber ja, von Skins und so, da ist Fortnite unschlagbar, finde ich. Man kann Battle fast Game mithalten, finde ich. Vor allem das Spiel ist rausgekommen, weiß nicht, 2017, 18 oder so. Oh, so. Und man hat theoretisch, wenn man das von Anfang an gespielt hat, die ganzen Skins von Anfang an noch mit dabei. Ja. Das ist eh, ich habe auch viele schon eigentlich. Hm? Jetzt habe ich das erste Mal eben welche gekauft. Die Marvel. Ja. Oder? Ja. So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Landwirtschaftssimulator. Mit dabei ist der liebe I. Enning. Was soll ich? Der hier unsere Safe übersiedelt.
Und zwar nicht zum Schlachthof, sondern dort, wo sie mehr Platz haben. Ich sage mal, rund um die 6 oder 7 Marvel-Charakter habe ich mir jetzt erspielt. Und also. Achso, es hat auch welche zum Erspielen gegeben. Das naja, eine Marvel-Spielen. Ja, es hat Marvel auch als Season Pass gegeben. Da habe ich eigentlich nur Spider-Man, aber ich meine, du kriegst ja mehr Points raus durch den Pass. Achso, so meinst du das, ja. Da frage ich mich hier manches Mal, wie rechnet sich das für die Leute? Ich meine, das Spiel war gratis von Anfang an. Ich meine, ja, es gibt sicherlich genug, die Skins kaufen, ja. Ja, mehr als genug. Aber du kaufst einmal den Season Pass und wenn du da brav dahinter bist. Ja, aber trotzdem, es gibt Leute, die kaufen sich zum Beispiel das mit den 25 Stufen. Bam, hast schon einen Gewinn. Mhm. Dann gibt es Leute, die kaufen sich den ganzen Season Pass von Anfang an. Bam, nochmal fetten Gewinn. Dann gibt es Leute, die kaufen sich immer Skins. Bam, fetten Gewinn. Mhm. Und so rechnet sich das. Vor allem die Skins schauen auch echt geil aus. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde, also was so Skins technisch so ist, Hand und Fortnite, egal, finde ich. Mhm. In Hand ist halt nochmal das Geilere, dass du wirklich jeden erspielen kannst. Weit nah, sag ich jetzt einmal. Mhm. Aber jetzt kommt es, hast du jetzt Silage verkauft oder was? Wann? Wenn wir jetzt auf einmal so viel Plus haben. Weil ich die Stelle verkauft habe. Achso, dass sie aber noch nicht hinbaut, die anderen. Ja, nur. Ah ja. Da war reingemacht. So im Battle Pass hat es viel schon das Spielen gegeben. Und Darth Vader, Luke Skywalker. DC hat es was, glaube ich, schon gegeben. Mhm. Darth Vader hat es gegeben. Strange hat es gegeben. Okay. Venom. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, ich spiele Optimus Prime und dann das war's mit Fortnite, aber jetzt bin ich wieder dabei. Es war nicht so intensiv wahrscheinlich, aber wieder dabei. Jetzt sind mir Ziele erreicht. Die zwei Battle Royale Tage sind gesichert, Alter, bei meinen Let's Plays. Na gut, du hast ja gesagt, du gehst ja auch wieder in Warzone zurück. Ausprobieren. Hast du auch noch nicht. Nein. Ist mir Fortnite dazwischen gekommen. Hast du gehört über dieses
über dieses KI-System, wo du, wenn du schimpfst, gestraft wirst? Also wenn du schimpfst, dann erkennt das das Spiel. Außer du schaltest diesen Voice-Over-Chat aus, glaube ich, steht da. Also du darfst nicht mehr fluchen oder so über andere Spieler. Das Hindernis kennt er dann nicht, so wie es ausschaut. Ja, gerufen. Na, jetzt hat er den Kurs gelöscht. Also umfahren kann er das eine nicht, wo der Wassertank draufsteht. Dies ist das kleinste Problem. Ich hab gesagt Inselumfahrung quasi. Ja, aber wenn er es nicht erkennt als Insel, dann umfahrt er es ja trotzdem nicht. Achso, du meinst, dass man das einmal selber abfahren muss? Na, einfach einstellen, so wie ich es beim Grasfeld gemacht habe, dass er nicht in den Berg reinfährt. Einfach den Punkt rundherum bauen dann. So, das machen wir... Musst du mir mal erklären, wie du den Punkt da rundherum gebaut hast? Du gehst in den Kurseditor. Und dann auf die Punkte und dann siehst du die quasi wie beim Autodrive diese Punkte. Und dann nimmst du dort, wo er rumfahren muss und setzt es rundherum. Ah, okay. Muss ich mir dann anschauen das nächste Mal.
würde dann gerne improvieren das Gras. Weil er mäht gerade. Bin dann mit alle Fälle fertig, oder? Was meinst du? Mit dem Stroh. Ja, bin ich jetzt fertig. Also vielleicht, dass man ein Silo probiert. Also das Gras ein Silo geben, dass wir so Silage machen, statt Ballen. Was? Nein. Dann muss das Ballen einsammeln einmal. Gut, dafür fahrt man öfter. Ja gut, aber das haltet nicht auf. Ein aufsammeln haltet auf. Da musst du jedes Mal selber hin und her fahren. Naja, du fährst ja so auch hin und her dann. Aber da kann ich einen Helfer schicken. Dass er das einsammelt und abfüllt? Ja. Okay. Geht ja nicht nur beim Stroh, geht ja bei allem dann. Okay. Also mit Autodrive dann auch. Ja, sicher. Fertig bist, kann man das nämlich. Ich bin fertig, ich habe es dort abgestellt. Denn achso, du bist schon fertig. Ja, ich verkaufe gerade das Silage. Könnte dich dann sogar selber machen, wenn ich das Silage verkauft habe, weil sonst ist ehrlich dabei nichts zu tun, oder? Oh, naja, ansehen Ja. könnte ich auch selber. Ansehen, striegeln, düngen. Stimmt. Alter, wo fährst du hin? Die Sämaschine. Die schiebt immer mehr rückwärts.